Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns jetzt wieder im Dorf der Rebellen und wir müssen mit, wie hieß sie nochmal, sprechen? Da Weiter oben steht so. sie. Setzt das Silber gut ein, das wir beschafft haben, ihr faulen Ziegenhirten. Arana, genau. Ich hatte mich gefragt, ob ihr zurückkommen würdet, Bussard. Die Würmer und Geister hören nicht auf, mir zuzuflüstern. Sie sprechen von finsteren Taten und sich regender Finsternis. Doch bei euch waren sie totenstill. Habt ihr Fürstin Belein einholen können? Ja, aber sie ist wieder entkommen. Sie versucht etwas zu erwecken, was sie das schwarze Herz nennt. Das schwarze Herz, sagt ihr? Es gibt eine Geschichte, die so alt wie das Reg ist, in deren Mittelpunkt ein böses Herz steht. Wie die meisten Raid-Geschichten endet sie blutig. Belein mag durch euer Netz geschlüpft sein, doch wir wissen, was sie vorhat. Dank euch ist die Jagd noch nicht vorbei. Ja, und wir erhalten einen göttlichen Kopf vom Set trotz des Hexenritters und einen Fertigkeitspunkt. Die Geschichte vom schwarzen Herzen. Der Geistersang-Clan kennt sie gut. Das war einmal mein Clan. Ich muss mit meiner Schwester Natari sprechen. Sie hat die alten Geheimnisse studiert. Sie kennt die Prophezeiungen, gute wie schlechte. Wenn jemand die Gedanken von Fürstin Belein durchdringen kann, dann ist sie es. Alte Geheimnisse? Traditionen, die von unseren Vormüttern weitergegeben wurden. Wie die Geschichte der Prophezeiung des schwarzen Herzens. Es geht dabei um Seelen, Schatten, Enden. Ich kenne den Kern, aber Natari begreift auch die Feinheiten. Leider haben wir sehr, sehr lange Zeit nicht mehr miteinander gesprochen. Würde Natari mit mir sprechen? Eine Außenseiterin? Wahrscheinlich nicht. Wir brauchen jemanden, der sich für uns einsetzt. Wir brauchen Bradan. Er ist ein Freund und er wird vom Clan geachtet. Wenn er für euch bürgt, könnte Natari vielleicht mit euch sprechen. Er besucht oft Holdans Ring, um Neuigkeiten auszutauschen. Trefft mich dort. Ich werde euch und Bradan in Holdans Ring treffen. Bradan kann etwas über die Stimmung im Geistersang-Clan sagen. Erzählt ihm, was ihr mir erzählt habt. Ich bin mir sicher, er wird uns helfen, meine Schwester zu treffen. Sicher, er mag ein Werwolf sein. Aber ich hatte noch keinen treueren Freund. Sucht nach ihm in Holdans Ring. Ich treffe euch dort. Was ist Holdrans Ring? Holdans Ring ist eine uralte Stätte südöstlich von hier. Sie ist neutraler Boden. Ein Ort, wo all die Clans des Reg sich versammeln, um Handel zu treiben und Geschichten auszutauschen. Bradan besucht ihn oft. Er liebt es, mit den anderen Clans zu plaudern. Warum sprecht ihr und eure Schwester nicht einfach miteinander? Vor Jahren stritten wir darüber, was die Lehren der Geisterkönigin für unseren Clan bedeuten. Natari glaubt, wir sollten zu den alten, den finsteren Wegen zurückkehren, um Namiras Gunst zu erlangen. Ich glaube, wir lassen diese Tage lieber hinter uns. Also habt ihr den Geistersang-Clan verlassen? Vielmehr hat der Clan mich verlassen. Meine Schwester wandte ihn gegen mich. Als die Tage finsterer wurden, fiel es den Geistersang-Hexen immer leichter, die Dinge so zu sehen wie meine Schwester und nicht wie ich. Trotzdem werden meine Leute immer meine Leute bleiben. Der Geistersang-Clan? Das ist ein ungewöhnlicher Name. Die Geisterkönigin spricht oft zu den Hexen meines Clans. Meines ehemaligen Clans. Oh, wir ehren alle Geister des Reg. Doch die Geisterkönigin selbst wählte unsere Vormütter als Hüterinnen finsterer und mächtiger Geheimnisse aus. Die Geisterkönigin? Ihr kennt sie als Namira. Und ja, sie ist ein Geist des Todes. Eure weichen Priester in ihren Steinhäusern, Narren, die sie sind, sehen sie als gruseliges Gespenst. Regmanen wissen, dass die Geisterkönigin eine Führerin ist. Sie wacht über uns, wenn wir die letzte Reise unternehmen.
Euer Freund Bradan ist ein Werwolf. Können wir ihm trauen? Und euer Freund ist ein Vampir. Werwölfe sind Hircines Auserwählte. Viele der größten Vorkämpfer des Reg sind Hautwandler. Bradan und die anderen Werwölfe sind überhaupt nicht wie diese Verwüster von der Grauen Schar. Sie sind die treuen Beschützer des Clans. Was ist das für eine blöde Frage? Können wir ihm trauen? Natürlich können wir ihm trauen. Hallo, mein Süßer, so einen wie dich habe ich auch. Wir müssen einmal dort hoch, beziehungsweise am Fluss entlang. Da muss ich mal gucken, wie ich da jetzt am besten hinkomme. Und wie ich da hinkomme, ohne hier direkt in einen Gramsturm reinzureiten. Ah ne, der ist da hinten erst. Tiefer, okay. Ja, natürlich ist jetzt hier eine Brücke. Lasst mich raten, da komme ich jetzt auch auf der Seite wieder nicht hoch. Natürlich nicht. Ach, ist es nicht schön. Ich glaube, hier kommt man aber auch nicht hoch, oder? Ja. Manchmal klappt das. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück zu den Trollen, oder was? Wer hat sich dieses Gebilde hier eigentlich ausgedacht, dass man kilometerweit wieder zurückschwimmen muss, wenn man irgendwo nicht richtig rumgelaufen ist? Eieieiei. Ja, dann nehmen wir das doch eben mit. Die werden schon nicht aus dem Wasser laufen. Blümchen pflücken, Basti. Ich pflück so gerne Blümchen. Das habe ich damit vor. Oh, die muss ich aber mitnehmen. So, der Ring. Das sieht mir sehr nach dem Ring aus. Hallöchen, guten Tag. Bist du derjenige, den ich... Gibt es Neuigkeiten vom Geister-Sang-Clan? Eure Schwester führte den Clan ins vergessene Tal. Ich bin auf dem Weg dorthin. Wer ist die Außenseiterin? Eine Verbündete gegen die Graue Schar. Sprecht selbst mit ihr. Eine Außenseiterin an der Seite der großen und mächtigen Arana? Das ist ein Anblick, mit dem ich heute nicht gerechnet hätte. Und sie sagte, ihr wärt eine Verbündete? Sagt mir, Außenseiterin, warum kümmert euch, was mit dem Reg geschieht? Sag mir, warum dein Ton so komisch ist. Ich versuche, die Graue Schar aufzuhalten. Wir müssen mit Aranas Schwester sprechen. Eine Außenseiterin kommt, um gegen Außenseiter zu kämpfen? Ich wünschte, ihr hättet euren Krieg gar nicht erst mit hierher gebracht. Mit Natari zu sprechen wird schwierig werden, selbst wenn sie einem Treffen zustimmen würde. Sie hat den Clan zum Feldlager des Vergessenen Tals gebracht. Das Vergessene Tal? Ich kenne das nur als Dinosauriertal. So wird es von den Rake-Mannen genannt. Es ist nicht wirklich vergessen. Wir wissen genau, wo es ist. Es ist ein heiliger Ort aus finsteren Tagen. Natari sagte, die Zeit sei gekommen, um ins vergessene Tal zurückzukehren. Sie hat dem Clan eine große Offenbarung versprochen. Was für eine Offenbarung? Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin keine Hexe. Aus manchen Ritualen sollte man Außenseiter heraushalten, das kann ich euch sagen. Trotzdem, wenn Arana sagt, es ist wichtig, dass ihr mit ihrer Schwester sprecht, glaube ich ihr. Ich werde für euch bürgen, Außenseiterin. Erzählt mir mehr über das vergessene Tal. Wie ich schon sagte, dieser Ort ist uns heilig. Die Nord haben dort ein großes Hügelgrab errichtet. Doch lange Zeit davor war das vergessene Tal ein Ort finsterer Anbetung. Finstere Anbetung? Nicht bei allen Praktiken der Rake-Mannen geht es um Blut und Opfer. Doch bei vielen unserer ältesten Traditionen ist dies der Fall. Das vergessene Tal war ein Mittelpunkt solchen Treibens. Einst, vor sehr langer Zeit. Oh, keine Sorge. Ihr helft Arana. Ich werde euer Herz also nicht Namira opfern. Nicht heute. Arana hat mir erzählt, ihr beide wart einst gute Freunde. Ja, wir wuchsen zusammen im Geister-Sang-Clan auf. Ich war wütend, als der Clan sie verbannte. Ich wäre ihr fast gefolgt, doch ich konnte nicht. Der Clan braucht meinen Schutz. Insbesondere jetzt, gegen die Graue Schar. Geh zum Feldlager des Vergessenen Tals. Ist das in der Richtung? Da hinten liegt noch ein Buch. Ah, ganz am Ende der Straße. Okay, dann holen wir uns noch schnell das Buch, was hier liegt. Ich mache mich ins Vergessene Tal auf. Falls ihr eure Schwester finden wollt, dort wird sie sein. Okay. Warum das Vergessene Tal, Natari?
Was plant ihr, Schwester? Das kann ich nicht sagen. Anja mit dem Adlerseer-Clan. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wie immer. Ich klicke das hier einmal durch. Ihr müsst dann kurz Pause machen. Ja, mehr gibt es hier nicht. Ich müsste theoretisch hier direkt durch können. Ist hier irgendwas Böses in der Nähe? Nein, dann schnappen wir uns mal eben den Nirnwurz. Daddy, das Nirnwurz. Und wir müssen mal kurz den Wegschrein hier frei machen. Und ich habe noch was Schönes gesehen, das nehme ich auch noch ganz schnell mit. So. So, wir müssen sowieso einmal auf die andere Seite, aber wenn ich da jetzt rüber gehe... Ne, da müssen wir hier erstmal dem Weg weiter folgen. Da ist dann... Ah, da hinten ist eine Brücke. Und wer denn nur ein Wurz? Ihr Schweine. Wir springen jetzt aber nicht hin. Ich glaube, normalerweise ist da sogar ein Troll immer gewesen. So, das vergessene Tal. Das ist doch das, wo ich meine Errungenschaft... Der grauen Schar wurde von Krallen verstümmelt. Bradans Werk, vermute ich. Doch warum sind diese... Bradan muss vor uns hier angekommen sein. Ich würde sein Werk überall erkennen. Es scheint, als wäre das Feldlager von den Truppen der Grauen Schar überrannt worden. Wir müssen an ihn vorbei, um die alte Begräbnisstätte zu erreichen. Wo ist der Ritualplatz? Die Nord bauten ihr Hügelgrab über den Höhlen, die meine Ahnen einst nutzten. Die Geisterkönigin führte die erste Geistersangmatrone an einen Ort tief unter dem Feldlager. Ich glaube, dort hat Natari den Clan hingebracht. Bei euch klingt das, als hätte diesen Ort schon lange niemand mehr genutzt. Das ist auch so. Meine Mutter ließ den Eingang zum Hügelgrab verbergen, als ich noch ein junges Mädchen war. Schon bevor ich auf die Welt kam, hat es niemand mehr genutzt. Ich wusste schon immer, dass diese alten Geschichten meine Schwester interessieren. Aber ich hätte nie erwartet, dass sie den Clan dort hinunterführt. Erzählt mir von eurer Schwester. Natari ist jünger als ich, aber viel zu selbstsicher. Als ich die Matrone des Clans war, versuchte ich, sie anzuleiten und auszubilden, doch sie folgt ihrem eigenen Herzen. Hexen können ein sturer Haufen sein. Ich wünschte nur, sie würde andere genauso gut hören, wie sie meint, die Geisterkönigin zu hören. Was meint ihr, was die Geisterkönigin zu Natari sagt? Es spielt keine Rolle, was ich meine. Es geht darum, was Natari zu hören glaubt. Was sie in jedem Zeichen und Omen sieht. Nach dem, was Bradan sagte, glaubt sie, es sei Zeit, zu den alten Wegen zurückzukehren. Blutopfer und dunkle Magie. Damit wollte ich nichts zu tun haben. Gehört ihr deshalb nicht zum Clan? Das hat ihr doch eben alles erzählt. Natari wollte Matrone sein. Und der Clan war bereit, sich zu Lasten von mir für sie zu entscheiden. Ich wollte neue Traditionen schaffen, doch sie versprach allen Namiras Segen, sofern sie nur die alten Wege achteten. Angst und Aberglaube sind ein mächtiger Antrieb. Nicht für normale Menschen. Woher wisst ihr, dass Bradan diesen Speer getötet hat? Ein Werwolf hat diesen Vampir getötet und es war keiner von diesen räudigen Kötern von der Grauen Schar. Bradan ist mit Leichtigkeit vor uns hier eingetroffen. Und ich kenne seine bevorzugte Methode, um einen Gegner rasch auszuschalten. Ich kann mir vorstellen, dass wir im Innern des Feldlagers noch mehr von seinem Treiben sehen. Na, das wäre doch schön, wenn er uns den ganzen Weg jetzt hier schon frei gemacht hätte. Aber ich gehe nicht davon aus, dass dem so ist. Okay, such das Feldlager. Ich bin mir gerade nicht sicher, auf welcher Etage das jetzt war. Kannst du vielleicht erst mit mir reden, wenn wir oben sind? Es sieht nicht aus, als hätte die graue Schar meinen Plan an. Zumindest noch. Höher. So, das wollte ich eigentlich wissen. Ja! Fürstin Belein sagte, dass niemand eingreifen darf. Bleibt wachsam. Ja, doch, hier auf der Höhe. Muss ich damit allein fertig werden? Naja, solange dein Wölfchen nicht kommt.
So, Basti, warum hast du dazu nichts gesagt? Der Verlust eines Fremden könnte unser Gewinn sein. Ja, ja. Jetzt, wo ich dir das gezeigt habe, ne? Kannst du mal gehen? Ich möchte das hier lesen. Danke. Oh. Pentarchen Draljura. Radar Alzaran versichert mir, dass ich mich auf euch verlassen kann. Ich habe Jahre gebraucht, um den Geistersang-Clan auf seinen Beitrag für die dunkle Prophezeiung vorzubereiten. Ich werde zu dieser späten Stunde keine tollpatschigen Fehler dulden. Ich habe Natari davon überzeugt, dass die Zeit reif ist, dass sie das Ritual durchführen muss, das die dunkle Prophezeiung fordert. Tut, was sie verlangt, damit sichergestellt ist, dass sie und ihr Clan nicht gestört werden. Sie hat ihren Clan zwar unter Kontrolle, aber das kann sich schnell ändern. Wenn er herausfindet, was sie tatsächlich vorhat. Helft den Leuten, wenn nötig, dabei, den letzten Schritt durchzuführen. Sobald Natari den Eingang versiegelt hat, müsst ihr sämtliche Eindringlinge vom Hügelgrab fernhalten. Meldet mir die Ergebnisse. Ich muss vor Ort sein, wenn das Ritual das schwarze Herz erweckt. Denkt daran, dass der Geistersang-Clan den sichersten Weg zu unseren Zielen darstellt. Lasst nicht zu, dass etwas meine Schoßhexe stört. Fürstin Bilein. Ja, Arana. Nun, verrät euch das Gekritzel auf dem Papier etwas darüber, was die graue Schar hier im Feldlager des vergessenen Tals treibt? Fürstin Bilein hat Natari überzeugt, ein Ritual durchzuführen, das man für die dunkle Prophezeiung braucht. Ich hätte mich nie von Natari verdrängen lassen sollen. Die Dunkelheit hat sie schon als Kind angezogen. Sie muss sehr versessen darauf gewesen sein, die Lügen von Fürstin Bilein zu glauben. Steht in diesem Brief, was Bilein durch die Torheit meiner Schwester zu erreichen hofft? Sie glaubt, Nataris Ritual wird das schwarze Herz erwecken. Wieder das schwarze Herz. Laut der Prophezeiung erweckt der Tod das schwarze Herz. Bei den Geistern. Zu welchen bösen Taten hat Fürstin Bilein meine Schwester nur überredet? Wir müssen Natari finden und sie aufhalten, ehe etwas Schreckliches geschieht. Wie hat Fürstin Bilein von der Prophezeiung erfahren? Eine Fremde besuchte den Clan, als ich noch klein war. Sie fragte nach altem Wissen. Auf ihren Lippen lag ein Lächeln. Doch in ihren Augen sah ich eine Finsternis. Jahre später, als ich sie neben dem Thron des Arts stehen sah, erkannte ich sie wieder. Fürstin Bilein. Und sie war keinen Tag gealtert. Also haben eure Mutter und die anderen Hexen ihr von der Prophezeiung erzählt? Ja, aber meine Mutter sprach ganz allgemein darüber. Fürstin Bilein verbrachte hingegen viel Zeit mit meiner Tante. Sie war eine von denen, die jedes Wort der Prophezeiung als wortwörtlich wahr betrachteten. Sie war es sogar, die Natari in ihrem Wissen unterwies. Kein Wunder, dass Fürstin Bilein sich an meine Schwester wandte. Was genau besagt die Prophezeiung des Schwarzen Herzens tatsächlich? Eine vollständige Nacherzählung würde Stunden brauchen. Dafür haben wir nicht die Zeit. Daher fasse ich mich kurz. Eine uralte Finsternis schläft unter dem Reik. Am Ende aller Tage wird sie erwachen, das Land in Schatten hüllen und alles verschlingen. Nur Namiras Gläubige werden verschont bleiben. Eine uralte Finsternis? Meint ihr das Schwarze Herz? Ja, aber Geistersang-Hexen streiten seit Generationen über das Wesen des Herzens. Manche glauben, die Prophezeiung sei symbolisch, dass es um die Finsternis in den Herzen aller Sterblichen geht. Das wäre auch meine Ansicht. Andere hingegen glauben, man sollte die Prophezeiung wörtlich verstehen. Was meint ihr mit wörtlich? Dass es das schwarze Herz gibt. Dass der Tod es nährt und nur Opfer es erwecken werden, damit es seine Macht mit den Gläubigen teilt. Solche dunklen Andeutungen. Natari glaubt, die Prophezeiung birgt eine wortwörtliche Wahrheit. Vielleicht hat sie recht, aber es bleibt dennoch falsch. Ja, wir müssen da hoch, ne? Nehme ich an. Wir gehen in die richtige Richtung. Der Eingang ist ein Stück weit, nur zu. Okay, sie hat es mir nochmal bestätigt, dass wir hier hoch müssen. Sehr schön. Auf dem Gipfel. Der Eingang zum Hügelgrab ist gleich unten. Das war doch in der Mitte, ne?
Hör mal auf, mich hier die ganze Zeit anzuschießen. Der Eingang sollte hier irgendwo sein. Mann, wo kommst du denn jetzt her? Ich war hier gerade was am Untersuchen. Ich suche das Hügelgrab. Ja, habe ich gerade schon gemacht. Weiter. Ich gehe mal davon aus, wir müssen jetzt hier wieder durchlaufen. Dunkle Magie erhebt sich überall um uns herum. Natari muss das Ritual begonnen haben. Wie kann Natari es wagen, Soldaten der grauen Schar durch diese Hallen streifen zu lassen? Na? Rituelle Opfer. Da. Natari möchte, dass der Clan seine alten Gebräuche wieder aufnimmt. Diese Toten sind uralt. Eindeutig nicht das Werk meiner Schwester. Ich kann nicht glauben, dass sie es wirklich getan hat. Natari hat diesen Geistersandjäger geopfert. Okay, da steht einer drin. Kein Thema. So, Moment. Mich wundert es jetzt eher, aber ich gehe mal davon aus, dass die jetzt alle wieder lebendig werden, sobald wir rauslaufen. So Resident Evil mäßig. Natari, nein! Was habt ihr getan? Die Zeit ist gekommen, liebe Schwester. Ihr müsst sie spüren, die Dunkelheit. Ihr habt unseren eigenen Clan geopfert. Oh, armer Sagan. Oh, ich verstehe. Ich hätte wohl erwarten sollen, dass Arana sich mit Außenseitern einlässt. Sie hat schon immer unsere alten Wege abgelehnt. Dies ist nicht der Ort für jemanden, der die Geister des Raik nicht hört. Ihr seid nicht würdig, durch diese heiligen Hallen zu schreiten. Würdig? Ihr habt eure eigenen Leute geopfert. Und jeder einzelne von ihnen gab sein Leben freiwillig. Sie starben gern, um das schwarze Herz aus seinem Schlummer zu wecken. Arana mag es abstreiten, doch dies ist der Tag, auf den Namira uns vorbereitet hat. Wir geben unsere Seelen der Schwärze und erhalten dafür ewiges Leben. Wohl eher ewigen Tod. Und keiner eurer Leute hat sich dagegen gewehrt, sich einfach hinzulegen und für euch zu sterben? Ihr klingt wie Bradan. Wahre Gläubige sehen die Ehre in diesem Opfer. Doch nicht alle können die Angst überwinden, die ihnen ins Ohr flüstert. Das Fleisch bebt, obwohl der Geist stark ist. Doch sei's drum. Wir helfen ihnen, ihre Reise zu beenden. Anders gesagt, ihr tötet sie. Ganz gleich, ob sie einwilligen zu sterben oder nicht. Warum ist euch das wichtig, Außenseiterin? Die Geistersangjäger, die wahren Jäger, sammeln sich unten und sind bereit, der Geisterkönigin ihre Leben zu geben. Bradan wird dies auch tun, wenn die Zeit kommt. Ich werde das Ritual abschließen und das schwarze Herz erwecken. Fürstin Belayen benutzt euch. Sie schert sich nicht um euren Clan. Der Clan hat mich erwählt, Arana. Die Geisterkönigin verlangt den Tod und ich werde ihn ihr geben. Verdammt, ich hätte nie fortgehen sollen. Nein, ich kann das nicht zulassen. Wir müssen Bradan und die anderen finden. Das ist schrecklich. Natari hat sich selbst eingeredet, dass sie dem Willen der Geisterkönigin folgt. Und sie hat zumindest einen Teil des Clans überzeugt, auch bei diesem Wahnsinn mitzumachen. Wir müssen einen Weg finden, um sie aufzuhalten. Fürstin Belayen und Natari glauben beide, dass die Opferung eures Clans das Schwarze Herz erwecken wird? Ei, das scheint es gut zusammenzufassen. Das schwarze Herz wird wieder schlagen und seine Kraft aus den Tiefen heraufströmen, um alles zu verschlingen. Seine Finsternis wird die Welt bedecken. Warum würden Sie wollen, dass das geschieht? In der Prophezeiung werden Tod und Zerstörung erwähnt. Doch sie besagt auch, dass jene, die sich ihr ergeben, verschont bleiben werden. In der Finsternis liegt Macht, insbesondere für jene, die an sie glauben und ihr Wort als wahr erachten. Jetzt lasst uns versuchen, meinen Clan vor diesem Wahnsinn zu retten. Das machen wir.
Durchsucht das untere Hügelgrab. Die alten Matronen haben eine Ritualhöhle tief im Hügelgrab erwähnt. Sie muss hier entlang sein. Geister sang Jäger, die Natari treu erschienen. An die Waffen! Ob sie ist direkt schon da geblieben? Praktisch. Achso, falsche Seite. Keiner hat hier Loot dabei, also ehrlich. Verflucht sei Natari. Sie hat uns versprochen, dass sich jeder von uns frei entscheiden könne. Aber als einige von uns sich entschieden, lieber zu leben als zu sterben, hetzte sie die anderen auf uns. Die Wunde, die ich erlitten habe, wird mein Untergang sein. Zumindest bin ich noch entkommen. Natari hat den Rest des Clans davon überzeugt, dass sie ewig leben werden, wenn sie ihr Leben als Opfer geben. Aber ich kenne die Wahrheit. Bei ihrem Ritual geht es einzig und allein um Macht und am Ende wird sie alleine noch übrig sein, um davon zu profitieren. Ich höre Gesang aus dem Schwarzstieg. Die Opferzeremonie wird bald kommen. Ich weiß nicht, was schlimmer wäre, hier alleine zu sterben oder zusammen mit den anderen in diese grauenhafte Grube geworfen zu werden. Lustig. Bradan meinte immer, dass ich nur meine Zeit vergeude, wenn ich lesen und schreiben lerne. Zumindest hatte ich so etwas zu tun, während mir das Blut aus dem Leib floss. Was verraten euch diese Kratzspuren? Was für Kratzspuren? Hä? Nicht viele aus meinem Clan haben das Gekratze gelernt. Ach so. Doch Senan konnte die kaiserliche Sprache lesen und schreiben. Er hat Jahre bei Morikars kaiserlicher Wache verbracht. Was hat er aufgeschrieben? Senan und einige der anderen haben sich gewehrt. Er wurde durch ein anderes Clanmitglied tödlich verwundet. Wie wir schon gesehen haben, hat Natari einen Teil des Clans überzeugt, ihr verrücktes Unterfangen zu unterstützen. Das ist das Werk von Fürstin Belain. Die Geister sollen diese Frau holen. Sie lacht sich in sicherer Entfernung ins Fäustchen, während Natari genau das tut, was sie will. Die Notiz erwähnt den Schwarzstieg, eine Grube, wo der Rest des Clans geopfert werden soll. Ei, ich erinnere mich an die Geschichten. Eine Kaverne, deren Boden in der Finsternis versinkt. Dort ist die erste Geistersanghexe einen Handel mit der Geisterkönigin eingegangen. Laut der Legende trennt die Grube das Land der Lebenden von dem der Toten. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Eigentlich bist du wohin? Stand hier nicht eben noch eine? Na gut. Das nehmen wir noch schnell mit. Hefe kann man immer gebrauchen. Okay. Nee, doch nicht. Hier war es gerade so komisch rot. Ich habe jetzt gedacht, hier ist irgendein Gift drin. Spürt er es? Das Ziehen dunkler Magie aus der Tiefe. Wir müssen uns beeilen. Deswegen ignoriere ich dieses Ziehen. Aber ich kann es nicht ignorieren. Mist. Ihr könnt nicht verhindern, dass sich die Prophezeiung erfüllt. Eine weitere Seele für das Opfer. Eins sind zwei. Oh, wie viele denn noch? Ja, toll, verfolgt. Ach so, da. Ist sie nicht im Boden versunken gerade? Aber ich weiß genau, dass ich durch die Tür durch muss, um sie zu verfolgen. Das ist ja praktisch.
Ja. Genau, schlag du dich mal mit deinem Herrchen hier. Ich laufe schon mal durch. Was habe ich hier eigentlich immer für ein Schild drin? Macht das die eine? Weil ich habe so ein Schild nicht. Oh je, sieht irgendwie nicht so gut aus hier. Haltet Natari auf, ehe sie meinen gesamten Clan an die Dunkelheit verfüttert. Ja, wie? Oh, hi. Das schwarze Herz hat Hunger. Die Dunkelheit. Sie macht Natari stärker. Ich werde versuchen, sie einzudämmen. Das schwarze Herz. Es erwählt mich. Oh, ist das nervig, ich will nicht mal woanders stehen. Mann! Nutzt die Portale zur Flucht! Will aber nicht flüchten. Wir haben es geschafft, Bussard. Das schwarze Herz fällt wieder in seinen Schlumpf. Brada, ihr lebt. Den Geistern sei Dank. Arana, du stehst noch neben mir. Warum läufst du jetzt da oben rum? Sie hat sich geklont. Hallo? Ich soll noch mit Bradan sprechen, obwohl mit ihr kann ich auch noch mal. Das ist alles, was von meinem Clan übrig ist. Oh, Natari. Eure Prophezeiung hat den Dingen ein Ende gemacht. So viel steht fest. Ich hätte mich früher um euch kümmern sollen. Die Überlebenden werden einen Platz bei uns im Rebellenunterschlupf haben, wenn sie ihn denn wollen. Ich wusste, dass Nataris Ideen töricht sind, aber das... Mit ihren eigenen Händen hat sie ihre Sippe der Finsternis übergeben. Sie hätte uns alle getötet, wenn ihr und Arana nicht gekommen wärt. Der wahre Feind ist Fürstin Bilayn. Sie hat Natari überzeugt, ihren Clan zu opfern. Natari war einst eine Freundin, bevor sie eine Besessenheit mit den alten Wegen entwickelte. Falls Fürstin Bilayn sie auf diesen Pfad geführt hat, habe ich eine Rechnung mit ihr zu begleichen. Und ich werde kämpfen, um das zu schützen, was von uns übrig ist. Auch wenn es nur wenige sein mögen. Werdet ihr euch Arana anschließen und uns helfen, Fürstin Bilayn und die Graue Schar zu besiegen? Ja, wir werden kämpfen. Es sind nicht viele von uns übrig, doch die meisten von uns sind Werwölfe. Fürstin Bilayn wird den Tag noch bereuen, an dem sie unsere eigenen Hexen gegen den Clan wandte. Das verspreche ich euch. Wir machen uns auf den Weg zum Rebellenunterschlupf. Ich werde dort nach euch und Arana suchen. Na gut, dann werden wir das tun, aber mit dieser wundervollen Aussicht auf das doppelte Lottchen, beziehungsweise auf die doppelte Arana. Und ja, das passiert schon mal häufiger bei Teso. Vielleicht ist es auch immer noch bei den Gefährtenquests drin. Dann könnt ihr das da auch nochmal sehen. Werde ich dann einfach mal sagen, jetzt kommt es ja auch noch mit nach vorne. Ja, jetzt haben wir ein wundervolles Bild mit allen zusammen. Dann würde ich erstmal sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge im Rebellenunterschlupf wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.